Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Heute wieder zu einer neuen Folge von der Bio-Adventskalender 2018. Als allererstes ging ein Grüße raus an meine Abonnenten und an alle anderen, die zuschauen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und besondere Grüße ging raus an den Basti. Danke für deine Nachricht. Das war eigentlich nie aufgefallen, ich habe das aber falsch geschrieben. Gell, einer passt halt auf. Und sonst, ja, heute machen wir die zwei Bierchen auf, weil gestern ist mir nicht so gut gegangen und heute bin ich wieder fit, gell? Mir gibt es jetzt am Song, ich positioniere die Kamera. Da hat der Song auf die Plätze fertig, los! Und mei, bin ich gut heute. Was so ein runder Schlaf ausmacht, gell? Und das ist ein... jetzt kommen diese altdeutschen Schriften, die sind... Ein schön rahmer hell. Ah, scheiße. Und Texte werden zumindest, oh Gottes Willen. Aber es geht heute schon besser. Jetzt sind wir zurück in mein Arbeitszimmer und wir fangen natürlich mit dem Bier von gestern an. Palana Isarweiße, erfrischend, hopfig, leicht. Voller Charakter trifft leichten Genuss. Eine herrliche Erfrischung bei nur 3,4% Alkohol. Der spezielle Citra-Hopfen verleiht diesem Weißbier eine angenehm fruchtige Note. Oh, Citra. Gott, oh Gott. Nein, nur 3,5. Ja, ich habe ein bisschen Migräne gehabt. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn ich ein ganz starkes Bier kriege. Also der Schaum kommt wunderbar, die Farbe schaut auch gut aus und grüße noch an meine Stammtischgruppe von WhatsApp. Gell? Voll der Profi wieder am Werk, voll das richtige Glas für das Weißbier. Boah, das riecht schon so wie eine Zitrone. Oh Gott, das hasse ich immer. Okay, also runter damit. Also, schmeckt nach Weißbier und hat ja diesen leichten Zitronengeschmack im Abgang. Also man darf es jetzt von diesem, was dann aufsteht, ja, mit diesem Zitrohopfen, das riecht zwar stärker, aber das schmeckt ganz leicht im Hintergrund. Also ich bin ja deswegen so ein bisschen beunruhigt, weil ich habe schon mal Bier gehabt, auf Gottes Willen, da hast du gemeint, du beißt in eine Grapefruit. Nein, ich fühle teufig, hasse die Grapefruit. Aber so an sich... Es ist sehr frisch, es stimmt wirklich, es ist wirklich schön erfrischend, sehr gut trinkbar. Ein schöner leichter Zitra-Geschmack, so muss es sein, also nicht zu stark. Ja, Palana, das habt ihr gut gemacht. Und jetzt kommen wir natürlich zu Bier Nummer 2. Jetzt geht's zu Bier Nummer 2, den eigentlichen Bier, was eigentlich auch drüber war. Also, schön rahmer hell, ein Kireni Schorrahmer, steht da hinten drum. Ist einer der beliebtesten hellen Biere im südöstlichen Voralpenland. Oh Gott, man sieht da schon wieder dies. Aus besten heimischen Rohstoffen, traditionell und handwerklich daheim gebraut. Aha. Private Landbrauerei Schönraum in Schönraum. Aha. Gut, den Rest lese ich jetzt eigentlich nicht vor. Spult schon mal sehr gut raus. Jetzt wirklich das perfekte Glas, gell? Also, riechen, riecht sehr gut. Ja, das kann man schon trinken. Das ist ein bisschen, ja, es schmeckt jetzt nicht langweilig, aber ein bisschen mehr Pfiff kann dahinter sein. Hat man jetzt nicht vom Hocker. Ist jetzt kein Reinfall nicht, aber es könnte ein bisschen mehr Würze haben oder wird ein bisschen langweilig. Aber es ist kein Reinfall. Also haben wir schon andere Biere drin gehabt. Gut. Mir fällt mir nicht ein dazu. Also ich probiere es mal. Na, haut mir jetzt nicht vom Hocker. Aber ich darf schon mal auch dabei sein.
Das ist Granite nicht. Ja. Da war es das Weißbier besser. Also. Ja, also. Schönraumer nimmst du ein Beispiel an der Paulana Weißbier. Nicht, du machst es auch so. Also, lieber Adventskalender, der kannst du jetzt schon mal einen Reitberger raussuchen. Gell? Das hoffe, dass das jetzt einmal drin ist. Letzten war schon ganz drin. Dafür diese Niete, was man die Feuerwehr nicht hat. Also, danke mir wieder fürs Zuschauen. Heute hat es ein bisschen länger gedauert. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Gell? Also, macht es gut. Salute, bis morgen. Fertig.